kann ihn bremsen, keiner macht ihm was vor. Immer der richtige Schuss, immer zur richtigen Zeit. Super Fußball, super Fußball, fairer Fußball, fairer Fußball. Er ist unser Torschützenkönig und Held. Die letzte Saison von ihm war richtig stark, Buschi. Ja, nicht nur aufgestiegen, sondern auch den Titel in der zweiten Liga geholt. Jetzt sind wir mal auf die Erstligasaison gespannt. Die Reds haben Anstoß. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Und Firmino. Liverpool, Anfield Road und mittendrin ein Deutscher, Buschi. Ja, was ist das hier für eine Aufbruchsstimmung, seitdem Jürgen Klopp das Team übernommen hat? Und natürlich kann der Mann auch keine Wunder vollbringen, aber wir halten fest, Kloppo und die Reds, das passt. Lucas Vázquez mit Platz, Gareth Bale. Ja, abseits, richtig. Fabinho. Und Firmino. Großpass da auf, Ball abgefangen. Jetzt wieder Real. Toni Groß jetzt. Marco Asensio. Benzema. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Fabinho. Bale. Benzema. Asensio. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Mané. Lucas Vázquez. Mohamed Salah. Das macht er richtig gut. Jorginho Wijnaldum. Super dazwischen gegangen. Groß. Marco Asensio. Jetzt Benzema. Marco Asensio mit Platz. Benzema ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Sturridge. Van Dijk. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und der Ball geht zu Modric. Modric! Fällt das Tor doch noch. Jetzt das Zuspiel auf Benzema. Tor Nummer 1 in dieser Partie, die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Wichtig für Real, damit liegen sie jetzt vorne. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Benzema. Lucas Vázquez. Groß. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Karim Benzema. Geht er rein? Und jetzt vielleicht die Chance. Gibt Ecke. Jetzt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Nacho Fernandes. Modric. Lucas Vázquez, der weite Ball für Karim Benzema. Da können sie erstmal klären. Roberto Firmino. Mané. Da ärgert. Freistoßentscheidung korrekt. Fabinho. Sturridge. Jorginho Wijnaldum.
Und das Zuspiel auf Bale. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Eckstoß für Real Madrid. Ecke groß. Benzema. Tolle Aktion vom Torwart. Groß mit der Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Luka Modric. Da versucht Modric. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Jetzt gibt es die Ecke für Real. Die Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Und da ist der Ball wieder weg. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Groß. Sie haben den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Schwierig. Er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Groß. Marco Asensio. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Bale. Groß. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Toni Kroos. Modric. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und die Situation geklärt. Ronaldo. Fabinho. Ronaldo. Weg ist der Ball. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Groß. Benzema. Und jetzt der Schuss. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. So, Durchgang 2, weiter geht's in dieser Partie. Führung bislang für Real. Ich finde, die haben eine gute erste Hälfte gespielt. Ja, schwacher Ball hier. Marcelo geht hier dazwischen. Marcelo hat Platz. Mané. Jetzt müssen sie aufpassen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Und jetzt Benzema in der Offensive. Asensio. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Robertson. Nun Firmino. Storage. Da kommt der Schuss. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Modric. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Da schickt er den Mitspieler. Marcelo jetzt. Modric. Und jetzt Toni Kroos.
jetzt könnte es gefährlich werden. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Roberto Firmino. Ramos kann hier klären. Einwurf Liverpool. Fabinho. Ganz souverän hier vom Torhüter. Ball bei Benzema. So wird das nichts. Der Ball von Kroos geht ins Aus. Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah. Storage. Jetzt Firmino. Jorginho Wijnaldum. Roberto Firmino! Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ecke Liverpool. Da kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Ball draußen, gibt Abstoß. Dani. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Modric. Bale. Karim Benzema. Marcelo. Oh, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Super dazwischen gegangen. Liverpool will den späten Ausgleich. Die Fans glauben dran. Und direkt zurückgespielt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Naby Keita. Jetzt müssen sie aufpassen. Ramos klärt, Gefahr vorbei. Dani. Lucas Vazquez. Modric. Steilpass Modric. Oh, oh, das war knapp, aber richtig entschieden in meinen Augen. Nun Firmino, Shaqiri, Naby Keita. Da muss er aufpassen. Bale. Die größte Stärke von Gareth Bale ist natürlich seine unglaubliche Schnelligkeit. Ja, und das macht es dann für jede Abwehr schwer, ihn über 90 Minuten auszuschalten. Kommt er einmal ins Laufduell, ist er im Grunde weg. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Jetzt haben sie den Ball verloren. Naby Keita. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Den Ball holt er sich. 8 Minuten jetzt noch. Naby Keita. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da kommt der Schuss. Wahnsinn, sie machen ihn doch noch, den Ausgleich. Sie schaffen kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Und wer weiß, Wolf, vielleicht wollen sie, vielleicht können sie noch mehr. Vielleicht drehen die das Ding noch. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Benzema. Gareth Bale. Gute Aktion. Luka Modric. Bale. Und Firmino. Mohamed Salah. Fabinho. Naby Keita. Dani. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gareth Bale.
Das macht er gut. Naby Keita. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Ballverlust. Modric. Marcelo hat Platz. Real Madrid baut das Spiel nochmal auf. Die gehen sich hier nicht zufrieden mit dem Punkt. Der Abpfiff und das Spiel endet unentschieden. Haben Sie heute einen Punkt gewonnen oder 2 verloren, Buschi? Ach, schwer zu sagen, Wolf. Es sind ja manchmal Kleinigkeiten in so einem Spiel, die entscheidend sind. Wie ist deine Meinung zum heutigen Auftritt von Roberto Firmino in diesem Spiel? Ganz wichtiger, ganz entscheidender Mann heute mit seinem Ausgleichstor natürlich, das am Ende das Remis gesichert hat. Die Reds am Anstoß. Bale. Benzema. Asensio. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Fällt das Tor doch noch? Jetzt das Zuspiel auf Benzema. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für Sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Ecke groß. Benzema! Tolle Aktion vom Torwart. Luka Modric. Er versucht. Modric! Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Jetzt gibt's die Ecke für Real. Groß. Benzema. Und jetzt der Schuss. Kein guter Schuss. Der geht weit vorbei. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da kommt der Schuss. Wahnsinn, sie machen ihn doch noch, den Ausgleich.